So, herzlich willkommen an alle Teilnehmenden. Wir haben eine große Zuseherzahl, ein dichtes Programm. Deswegen haben wir zwar noch einige Leute im Warteraum, aber ich beginne jetzt mit unserem Webinar und möchte Sie herzlich begrüßen zum Webinar Grüner Wasserstoff, Technologietrends und Marktpotenziale bis 2025. Mein Name ist Johannes Kohlmeier vom GreenTech Cluster und ich darf Sie heute durch dieses Webinar führen. Dieses Webinar basiert auf einem GreenTech-Radar, das haben wir gemeinsam mit dem HiCenter erarbeitet. Da erzähle ich Ihnen später noch ein bisschen was dazu. Und dieses Webinar veranstalten wir gemeinsam mit dem Arcestoria, Mobilitätscluster. So, vorab. Ein paar kurze organisatorische Hinweise. Ich bitte Sie, dass Sie Ihren Ton auf Stumm schalten und das Video deaktivieren. Wir haben sehr viele Teilnehmende. Deswegen wollen wir die Bandbreite schonen. Dann haben Sie natürlich während den Vorträgen die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Auf Zoom können Sie das mit der Chat-Funktion machen. Und wir streamen dieses Event auch auf LinkedIn Live, also auch für uns eine Premiere. Und dort können Sie über die LinkedIn-Kommentare Ihre Fragen stellen. Es wird dann zwei kurze Sessions geben nach den Vorträgen, wo wir Ihre Fragen beantworten können. Und meine Kollegin Martina Schöneich moderiert den Chat und unterstützt Sie auch bei technischen Schwierigkeiten. Ja, und eine Info noch: Das Webinar wird aufgezeichnet und wir werden es dann anschließend zur Verfügung stellen. So, das Programm von heute. Nach einer kurzen Einleitung von mir wird uns der Herr Jürgen Streitner vom BMK einen Ausblick auf die Wasserstoffstrategie von Österreich geben, quasi die Metaperspektive zum Thema in Österreich. Anschließend Alexander Trattner vom HiCenter, der uns mehr über die Technologietrends und Marktpotenziale bis 2025 erzählt. Und anschließend Herr Steinmüller von der Viva PNG, der uns die Vorzeigeregion Viva PNG vorstellt. Danach gibt es 10 Minuten Zeit für Fragen und Antworten und anschließend tauchen wir dann in Demonstrationsprojekte und Praxisbeispiele ein. Einerseits von Herrn Robert Kubek vom Verbund, den Innovation Hub in Mellach, Renewable Gas Field von Alois Nidal von der Energie Steiermark und Frau Lise Göttfried von der Grazer Energieagentur wird uns Move to Zero vorstellen. Und auch danach haben wir nochmal die Möglichkeit für eine Diskussion, um Fragen von Ihnen zu beantworten. Wie einleitend kurz erwähnt, dieses Webinar basiert auf einem GreenTech-Radar. Das haben wir vor circa einem Monat rausgebracht. Das GreenTech-Radar, alle GreenTech-Clusterpartner kennen das, ist eine Serviceleistung für unsere Clusterpartner, wo wir aktuelle technologisch relevante Themen und Innovationsthemen in 6 bis 8 Seiten näher betrachten und das Herzstück von diesem Radar ist die Radargrafik, die Sie da rechts unten sehen, wo es eine Zukunftsaussicht und eine Einschätzung von zukünftigen Trends und Technologieentwicklungen gibt. Wir wollen damit unseren Clusterpartnern näher bringen und Chancen aufzeigen, wo es sich Projektchancen ergeben und wo es in Zukunft was tut, wo man genauer drauf schauen sollte. Diese Radargrafik wird uns der Herr Trattner dann später noch genauer näher bringen. Ja, uns interessiert es natürlich auch, wer hört uns heute zu, wer ist beim Webinar dabei. Sie kennen das höchstwahrscheinlich, eine Menti-Umfrage, die ich jetzt gerne mit Ihnen machen würde, wo Sie uns kurz angeben, aus welcher Branche, aus welchem Tätigkeitsbereich kommen Sie. Sie sehen oben, bitte gehen Sie auf menti.com und nutzen diesen 7-stelligen Code. Sie können aber auch rechts oben den QR-Code verwenden, um dann direkt auf die Frage zu gelangen. Und stimmen Sie bitte ab. So ein wenig dauert es noch, bis die ersten Fragen oder Antworten reinkommen. Tut sich jetzt leider noch nichts.
Also bitte nutzen Sie die Chance, hier auch abzustimmen. Im Menti ist eine andere Frage. Ah, okay, dann haben wir da ein technisches Problem. Ja, dann lassen wir diese Frage in diesem Fall aus. Kommen wir zur späteren Frage. Verzeihung. Ja, das werden wir dann mit unserer Teilnehmerliste trotzdem herausfinden, aus welchen Bereichen Sie kommen. Okay, dann übergebe ich jetzt an den Herrn Jürgen Streitner vom BMK, der uns einen Ausblick auf die Wasserstoffstrategie von Österreich gibt. Herr Streitner, ich übergebe Ihnen jetzt die Fernbedienung. Sehr gut, wunderbar. Ich glaube, das funktioniert. Funktioniert? Wunderbar. Wunderbar. Also herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Webinar. Mein Name ist Jürgen Streitner. Ich leite die Abteilung für Grundsatzfragen der Energiewende im Bundesministerium für Klimaschutz. Und es freut mich sehr, dass ich ein paar Worte sagen darf zur Wasserstoffstrategie. Ich habe 10 Minuten Zeit. Ich habe 6 Folien mitgebracht. Ich werde mich bemühen, in Kürze einen Abriss zu geben, was uns wichtig ist und was wir in der Wasserstoffstrategie bringen wollen. Erst einmal, wir arbeiten schon länger an dem Thema. Wir haben im Jahr 2019 den Kickoff gehabt zur Wasserstoffstrategie. Wir haben in Folge einen breiten Stakeholder-Dialog durchgeführt zur Wasserstoffstrategie. Wir sind jetzt ein bisschen in Verzögerung. Wir wollten schon früher die Wasserstoffstrategie bringen, hat auch damit zu tun, dass sozusagen auch sich die Bundesregierung geändert hat und auch ein bisschen Neubewertungen dazu kommen ist. Sage aber gleichzeitig dazu, ich glaube, es hat auch gewisse Vorteile. Wir waren sozusagen die Ersten, die zum Arbeiten begonnen haben, können aber sozusagen von anderen auch schon lernen. Es gibt ja eine Reihe von anderen Ländern, die mittlerweile schon Wasserstoffstrategien vorgelegt haben. Auch die Europäische Kommission hat schon eine Strategie vorgelegt. Also das Thema an sich ist ja sehr dynamisch. Auf europäischer Ebene, wir verhandeln gerade mit der deutschen Ratspräsidentschaft, auch gerade Schlussfolgerungen, sehr dynamisches Thema und zum Teil auch sehr umstritten. Wo wollen wir, welchen Wasserstoff wollen wir haben, wo soll er hingehen etc. Also das sehen wir gerade auf europäischer Ebene, dass da viele Länder auch unterschiedliche Zugänge haben. Damit würde ich gleich zu meiner ersten Folie kommen und man sieht sie schon, strategische Fragestellungen. Die Folie soll ein bisschen aufzeigen, mit welchen Themen wir uns in der Wasserstoffstrategie beschäftigen wollen. Und der erste Bullet ist, was kann sozusagen die Wasserstoffstrategie, was kann Wasserstoff leisten für die Dekarbonisierung der Wirtschaft und vor allem zur Erreichung Klimaneutralität 2040, ein klares Ziel im Regierungsprogramm. Und da ist es unserer Sicht einmal ganz wichtig, die Wasserstoffstrategie wird den Fokus legen auf erneuerbaren Wasserstoff. Der zweite Punkt, großes Thema auch, wir haben das Ziel bis 2030 100% erneuerbarer Strom, fortlaufend auch nach 2030 natürlich. Und da stellt sich die Fragestellung, wie kann die Wasserstoffstrategie auch dieses Ziel bestmöglich unterstützen? Wie sollen Elektrolyseanlagen bestmöglich oder kann man und wo geht es, Elektrolyseanlagen bestmöglich einsetzen, dass sie eben auch netzentlastend wirken. Drittes Thema, auch ein wichtiges Thema, wo soll der Wasserstoff tatsächlich eingesetzt werden in Zukunft? Da haben wir auch einen klaren Zugang. Wichtig ist für uns Energieeffizienz und dort, wo sozusagen effizientere Maßnahmen möglich sind, sind diese auch einzusetzen. Es gibt aber einfach vor allem Kernbereiche, wo wir sehen, dass Elektrifizierung auch nicht möglich ist und dort soll der Wasserstoff auch hingehen. Fünfter Punkt, ganz wichtig, Wasserstoff-Wertschöpfungskette, Forschung und Entwicklung ist, glaube ich, ein sehr essentieller Punkt, dass man da sozusagen auch Guidelines gibt, wo Österreich in Zukunft da auch stärker unterstützen will. Und letztlich in der Wasserstoffstrategie sollen auch Arbeitspakete, Maßnahmenpakete dastehen, die dann in weiterer Folge umgesetzt werden sollen oder weiter diskutiert werden sollen. Ich möchte anfangen, wenn ich da jetzt
weit, das funktioniert bei mir jetzt nicht, dass ich da weiterklicke. Moment. Jetzt bin ich bei der nächsten Folie. Wenn wir über Zielsetzungen reden, wir haben das, dieses Thema. So, jetzt sind wir zu weit. Jetzt muss man eine Folie zurück. So, jetzt, Verzeihung. So, jetzt. Hören Sie mich? Ja. Ich war jetzt gerade stumm geschalten und bin jetzt auch auf der falschen Folie. Das funktioniert nicht ganz so, wie man das vorstellt. Herr Streitner, ich kann auch ich für Sie vor- und zurückklicken. Sie sagen mir einfach Folie zurück oder Folie noch vor. Sehr nett, bitte eine Folie zurück. So. So, jetzt sind wir wieder da. Sie können mir hören. Was ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Wir haben das sehr stark diskutiert, auch im Rahmen des Stakeholder-Dialogs, was für Österreich möglich wäre bis 2030. Eine Zielsetzung könnte sein, 1-2 Gigawatt Elektrolysekapazität. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben im Rahmen des Stakeholder-Dialogs uns auch genauer angeschaut, was ist der jetzige Verbrauch von Wasserstoff, von fossilen Wasserstoff, der also hauptsächlich stofflich eingesetzt wird. Ungefähr 140.000 Tonnen momentan, 4,6 Terawattstunden. Wir haben uns angeschaut, wie schaut Wasserstoff im Zusammenspiel mit 100% erneuerbaren Strom aus. Da gibt es Berechnungen auch von der APG. Und wir wissen auch, dass der Wasserstoffbedarf vor allem für die Industrie sehr stark steigen wird. Und da ist sozusagen die Dimension wahrscheinlich eine realistische, wenngleich wir auch im Auge haben müssen, dass in Zukunft auch Import von Wasserstoff ein Thema sein wird. Und zu dem Ganzen haben wir jetzt im BMK auch noch eine Studie laufen, eine Studie bei der Energieagentur, bei dem Energieinstitut der Uni Linz und der Montanuni Leoben, die sich jetzt noch im Detail anschauen, wie ist die Wasserstoffnachfrage, wie kann eine Wasserstoffnachfrage im Jahr 2040 bei Klimaneutralität in den einzelnen Verbrauchssektoren aussehen. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, bitte. Die Folie soll einmal zeigen, ich habe am Anfang schon angesprochen, wo geht Wasserstoff hin, wo sehen wir die zentralen Verbrauchssektoren für Wasserstoff. Also die Folie soll jetzt nicht abbilden, was alles möglich ist, wie man Wasserstoff erzeugen kann und wo überall hingehen kann, sondern da soll darstellen, sozusagen, wo ist die Priorität des BMK, sowohl von der Erzeugung her, als auch vom Verbrauch. Und wenn wir jetzt sozusagen die Wasserstofflinien folgen, wir haben unten auch noch Biomethan dargestellt, dann sehen wir klarerweise, wir legen einen Fokus auf erneuerbaren Wasserstoff und sehen die Einsatzgebiete vor allem in der Industrie, in der Mobilität, im Schwerverkehr, Busverkehr, Schiffsverkehr, aber auch Flugverkehr. Sie sehen auch, dass wir eine strichierte Linie haben von erneuerbarem Wasserstoff ins Gasnetz. Da sehen wir eher sekundär, sozusagen das Blending von Wasserstoff. Wir sehen, dass Wasserstoff einfach eine sehr wertvolle Ressource ist, dass den auch sozusagen ungemischt auch nutzen zu können. Also der Fokus Nicht-Blending, was natürlich dann auch Effekte hat auf Überlegungen, wie ein zukünftiges Gassystem ausschauen muss, wo brauchen wir in Österreich entsprechende Wasserstoffleitungen auch im Zusammenhang mit Importen. Also das sozusagen der Überblick darüber, woher kommt der Wasserstoff, wo sehen wir den Wasserstoff aus Sicht des BMK sehr gerne. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, da möchte ich kurz darauf eingehen, auf das Thema, dass Forschung und Entwicklung einfach in dem Bereich ein sehr wichtiges ist. Wir haben noch vor einigen Monaten eine Studie gemacht mit Economica, wo wir uns sozusagen ökonomische Effekte von der Installation von 1 Gigawatt Elektrolyse angeschaut haben.
und zusätzlich auch eine Patentanalyse im Bereich Wasserstoff durchgeführt haben. Und ich möchte so neben Bruttowertschöpfung, Investitionskosten, Arbeitsplätze vor allem auf den Ausgabenmultiplikator eingehen. Also wir sehen hier einen Ausgabenmultiplikator, den Economica errechnet hat bei Elektrolyseinvestitionen bei 0,39, also quasi wie das investierte Geld wieder im Inland wertschöpfungswirksam wird. Der ist natürlich im Vergleich zu, wenn man das jetzt vergleicht mit Tunnelbau oder solche Themen, relativ niedrig im Elektrolysebereich, liegt auch daran, dass doch ein hoher Anteil an Importen bei Elektrolysen noch vorliegen. Wir haben das auch verglichen jetzt mit anderen Energietechnologien, da liegt man aber ungefähr in dem Bereich beziehungsweise auch noch darüber. Ich glaube, die Kernaussage ist, auch was die Patentanalyse betrifft, die Kernaussage ist, wenn wir im Wasserstoffbereich auch Vorreiter sein wollen, auch aus technologie- und industriepolitischer Sicht, sind auf alle Fälle weitere Impulse für Forschung und Entwicklung unbedingt auch nötig. So, und wenn wir zur nächsten Folie gehen, dann nur ein kurzer Überblick von Maßnahmenclustern, die in der Strategie vorkommen sollen, beziehungsweise dann auch, wo daran auch weitergearbeitet werden kann. Wir haben das geclustert in zukünftige Geschäftsmodelle, Wasserstoffmobilität, faire Rahmenbedingungen, Leuchtturmprojekte, Forschung und Entwicklung, Bewusstsein, aber auch Maßnahmen auf europäischer Ebene. Ich glaube, einige der Maßnahmen sind wir bereits in Ausarbeitung und sind wir schon sehr weit an und für sich, vor allem was also Gasthemen betrifft im Erneuerbaren Ausbaugesetz. Da fehlt noch ein Teil, der vor allem die Investitionsförderungen, was die Investitionsförderungen anbelangt. Da wird noch einiges kommen, aber da sind wir sehr weit in Ausarbeitung. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Themen konkret ein. Ich sage nur, einige Aspekte, die uns noch wichtig sind für die Zukunft. Wir werden uns jetzt auch sehr stark fokussiert auf erneuerbare Wasserstoffproduktion und wo der hingeht. In Zukunft werden wir uns auch konkret überlegen müssen, wie schaut ein Gassystem der Zukunft aus, wie ist es kompatibel mit 2040 Klimaneutralität, wo werden wir eine Art Wasserstoff-Backbone, wenn man das so will, brauchen, wo sozusagen sind die Verbrauchszentren von Wasserstoff in Zukunft, um da entsprechende Strukturen auch schaffen zu können. Eine weitere Maßnahme mag ich noch hervorheben und das ist IPCEI, International Projects of Common European Interests. Das ist eine sehr wesentliche Maßnahme der Europäischen Kommission. Das ist an und für sich ein beihilferechtliches Instrument, um Wertschöpfungsketten über Europa hinaus aufbauen zu können. Es gibt verschiedene Themen, wo Wertschöpfungsketten aufgebaut werden sollen und eines davon ist Wasserstoff. Und wenn wir auf die nächste Folie bitte gehen, dann sind wir da sehr aktiv, um eben österreichische Beteiligung an den Important Projects of Common European Interests sicherzustellen. Wir haben dazu schon eine Ausschreibung gehabt, wir haben da schon einiges, sehr viele Projekte sind schon in der ersten Runde eingereicht worden und in weiterer Folge werden wir die auch weiter beurteilen. Es wird mit der Kommission zusammengearbeitet, um eben europäische Projekte zu definieren, die einfach so wichtig sind, um Investitionen auszulösen und auch in Österreich auszulösen. Einige Länder haben dazu schon Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt von den Mitgliedstaaten, das ist keine europäische Finanzierung. Und da lässt sich schon einiges ablesen. In Frankreich 1,5 Milliarden Euro für IPCEI Wasserstoff, das sind enorme Summen. In Deutschland insgesamt 9 Milliarden, das ist nicht nur IPCEI, aber da werden schon enorme Summen auch in die Hand genommen, um Wasserstoff auch aufzubauen. Und ich hoffe, dass wir da als Österreich auch hoffentlich im Rahmen der Strategie auch entsprechend nachziehen können. Ja, und damit bin ich am Ende von meiner Präsentation. Sage mal danke für die Aufmerksamkeit. Wir arbeiten jetzt in den nächsten Wochen noch intensiv, um die Strategie zu finalisieren. Politische Abstimmung, es soll auch noch eine kurze Konsultation geben. Und sobald die politische Abstimmung auch finalisiert ist,
hoffen wir, dass wir Anfang nächsten Jahres die Strategie auch vorlegen können. Vielen Dank. Danke, Herr Streitner, für den spannenden Einblick in die österreichische Wasserstoffstrategie. Und ich gebe direkt an Alexander Plattner vom High Center, der uns einiges über die Technologietrends und Marktpotenziale bis 2025 erzählen wird. Alexander, ich übergebe dir jetzt die Fernsteuerung des Monitors. Wir hören dich noch nicht. So, hallo zusammen. Hallo Alexander. So, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Also herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Wasserstoff. Beziehungsweise eins möchte ich gleich konkretisieren. Also es geht heute um grünen Wasserstoff. Also das ist nur auch der Schwerpunkt, den wir im Zuge des GreenTech-Clusters zu dieser Entwicklung, dieser Radargrafik gesetzt haben. Und es freut mich sehr, Ihnen heute in den nächsten 20 Minuten einen Einstieg zu geben zu dem Thema von Technologietrends und Marktpotenzialen, vor allem auf den Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Und wie wir auch schon im Vortrag von Jürgen Streitner gesehen haben, also gibt es da auch sicherlich Nachholbedarf, was Wertschöpfung betrifft und auch was Forschung betrifft. Und die Potenziale dazu, die können wir heute hier in diesem Vortrag kurz sehen. Starten wir mal bei dem Punkt, wo dann Wasserstoff heute bereits in Anwendung ist, und das ist gar nicht wenig. Also Wasserstoff ist seit Jahrzehnten in der Industrie großtechnisch im Einsatz. Also da sprechen wir von knapp 120 Millionen Tonnen pro Jahr, die weltweit erzeugt und verbraucht werden. Das sind knapp 8 Exajoule, was wiederum 2% des globalen Gesamtenergieverbrauchs entspricht. Also damit kann man durchaus sagen, Wasserstoff ist auch heute keine Nische, sondern das ist bereits ein wesentlicher Bestandteil, aber bisher ein Bestandteil, der nur im Industriesektor benutzt wird, also im Industriesektor verbraucht wird, der Wasserstoff. Die anderen Sektoren, also das entwickelt sich gerade erst. Ja, und damit sprechen wir auch von einem Marktvolumen aktuell von rund 136 Milliarden US-Dollar, die mit Wasserstoff hier aktuell so umgesetzt werden jährlich. Der Wasserstoff, der dort in der Industrie die Anwendung findet, ist der überwiegende Anteil, dient der Ammoniakherstellung, der zweitgrößte Anteil im Bereich der chemischen Industrie, vor allem die Petrochemie. Also das sind so die etablierten Industrieprozesse, wo heute Wasserstoff eingesetzt wird, wie gesagt, seit Jahrzehnten technisch erprobt und sicher. Ja, dann knapp 40% dieses weltweiten Wasserstoffs stammen aus Industrieprozessen und fallen dort als Nebenprodukt an. Und nur die verbleibenden 60%, die werden eigens erzeugt. Und da muss man sagen, leider immer noch zu 95% basierend auf fossilen Energieträgern, nur zu 5% aus Strom und in weiterer Folge mittels Elektrolyse. Das heißt also, und letztendlich geht es ja darum, mal in Summe grün zu werden. Das heißt also auch die Transition hin vom fossilen zum erneuerbaren Wasserstoff ist ganz was Wichtiges. Ja, aber was ist ein fossil und was ist ein erneuerbar? Da möchte ich mich auf ein EU-Projekt beziehen. Das ist das Certify, was aktuell gerade aus einer EU-Richtlinie ausarbeitet, wie der Wasserstoff in die verschiedenen Segmente einzustufen ist. Man spricht hier, also Wasserstoff ist ja ein Sekundärenergieträger, das heißt, er muss immer erst hergestellt werden aus einer Primärenergie, aus einem Primärenergieträger. Und die Unterteilung beim Certify-Programm geht einerseits in Richtung basierend auf erneuerbaren Energien, dann natürlich basierend auch auf nicht erneuerbaren Energien. Und unterschieden wird es dann auf der anderen Seite, also in den Anteil des Carbons, also in weiterer Folge in die Treibhausgase, in den Low-Carbon-Anteil und dann fast in die, ich sage es mal so klassisch österreichische Bezeichnung, nicht Low-Carbon, not Low-Carbon, also in den, man könnte auch sagen, höheren Anteile von Kohlenstoff bei der Wasserstoffherstellung. Und so als Median, also als Benchmark für die europaweite Emissionsintensität, spricht man da von knapp 91 Gramm CO2 pro Megajoule Wasserstoff in der Herstellung. Und aktuell wird der Wasserstoff überwiegend aus Fossilen hergestellt mittels Dampfreformierung. Das ist ungefähr dieser Benchmark, der hier eingezeichnet ist. Ja, klar ist, Wasserstoff muss zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Es muss in diese Richtung Low Carbon gehen. Wir sprechen da von Reduktionen von mindestens -60%. Und Low Carbon letztendlich kann dann erreicht werden, eben basierend auf Renewables, aber auch basierend auf Non-Renewables. Und das sind natürlich auch Diskussionen, die gerade europaweit intensivst forciert werden.
Ja, und die gleiche Einteilung lässt sich dann auch auf die berühmten Farben übertragen. Das heißt, von grauem Wasserstoff sprechen wir hier oben immer dann, wenn er sozusagen höhere Anteile von Kohlenstoff oder auch CO2-Freisetzung verursacht. Dann von blauem Wasserstoff sprechen wir, wenn er einen geringen Treibhausgas- oder CO2-Ausstoß hat, aber basierend auf nicht erneuerbaren Energieträgern hergestellt wird. Und grüner Wasserstoff ist basierend auf erneuerbaren und natürlich mit den niedrigsten Treibhausgasen oder CO2-Werten über die gesamte Kette. Also von diesen drei Farben spricht man immer: grauen Wasserstoff, blauen Wasserstoff und grünen, ob und so auch noch vom berühmten pinken, das ist dann, wenn man aus nuklearer Energie herstellt. Ja, die heutige Rolle von Wasserstoff haben wir bereits besprochen, die liegt im Industriesektor, aber die zukünftigen sind hier wirklich mannigfaltig. Da sprechen wir davon, ganz vorne in der Energiekette, über die Integration der erneuerbaren Energien. Also man sollte nicht mit Effizienzketten ob der Stromsteckdose denken, sondern es geht hier wirklich darum, mittels Wasserstofftechnologien und Power to Gas möglichst viele Erneuerbare in unser Energiesystem überhaupt integrieren zu können. Also das ist ganz wesentlicher Bestandteil. Wir wollen durch die Wasserstofftechnologien zur Integration der Erneuerbaren beitragen und natürlich auch zur bestmöglichen Ressourcennutzung damit. Dann kann man Wasserstoff über verschiedenste Verteilwege verteilen, sei es über Schiffe, Pipelines, über die Straße, auch mittels Zügen. Man kann es großtechnisch speichern und das ist auch eine der Schlüsseltechnologien, die wir benötigen werden für die Zukunft, um die Energie vom Sommer auf den Winter zu verlagern. Man kann es dann auch großtechnisch zurückverstromen in Großkraftwerken. Großkraftwerke wie zum Beispiel das Gaskraftwerk Mellach sind ja auch heute schon das Rückgrat unserer Energieversorgung mittels Strom, wenn man dort auch wirklich 1 Gigawatt zusätzlich ans Netz schalten kann, höchst dynamisch. Und letztendlich sprechen wir von der Nutzung in den Endsektoren, in der Mobilität, dort überwiegend bei größeren Fahrzeugen und im Schwerverkehr, in der Industrie als Ausgangsstoff, aber auch bei der energetischen Nutzung, zum Beispiel Hochtemperatur, Prozesswärme, aber auch in vielen Applikationen, die in die Haushalte fallen und dort zur Erhöhung der Eigenversorgung beitragen werden. Also wie Sie sehen, die Rollen hier sind sehr vielfältig und ich habe hier noch eine Marktprognose des Hydrogen Councils dazu herangezogen und ganz vorne finden wir wieder diese 8 Exajoule, die heute von Wasserstoff hier verbraucht werden. Und die sind ausschließlich oder überwiegend, kann man sagen, in der industriellen Nutzung als Feedstock, das heißt bei der stofflichen Nutzung, wie gesagt, Ammoniak und der Petrochemie. Und Sie sehen hier, dass man damit rechnet, dass Wasserstoff von knapp 8 Exajoule auf 80 Exajoule anwachsen wird. Und das in den unterschiedlichsten Segmenten, also nicht nur Industrie, sondern auch im Bereich der Gebäude- und Energieversorgung, im Bereich der zusätzlichen Industrie, Prozesse und energetischen Nutzung, im Transportwesen und natürlich auch in diesem Sektor der Integration der erneuerbaren Energien und der großtechnischen Speicherung. Das heißt, wir sprechen hier mindestens um einen Wachstumsmarkt von dem Faktor 10 in den nächsten 30 Jahren. Und wenn wir nochmal den Zahlenwert reflektieren, dass heute nur 5% der 8 Exajoule mittels Elektrolyse hergestellt werden und in Summe die 80 Exajoule erneuerbar hergestellt werden, dann können Sie sich ungefähr das technische oder Marktpotenzial ausrechnen für grüne Erzeugungstechnologien. Also das ist riesig. Und damit besteht aber auch das Potenzial, den Wasserstoff gesamtheitlich fast hier auf 20% aller Energieträger anwachsen zu lassen. Die Vision der Wasserstoffwirtschaft ist ganz klar. Also es geht um den Ausbau der Erneuerbaren. Auch in Österreich ist unser Energiesystem nach wie vor zu 2/3 fossil. Und natürlich ist Wasserstoff eine synergetische Nutzung mit anderen Energieträgern wie grünen Strom. Wenn man grünen Strom direkt nutzen kann, ihn speichern kann, verteilen kann, in alle diese Sektoren bringen kann, dann ist das besonders gut. Aber zur Deckung und auch zur Versorgungssicherheit, zur Besserung, Ausnutzung der Primärenergie braucht man diesen zweiten Pfad Wasserstoff mit der großtechnischen Speicherung, mit der großtechnischen Verteilung und wie gesagt letztendlich auch in der Nutzung wiederum in allen Sektoren. Und grüner Strom und grüner Wasserstoff sind die einzigen Energieträger, die und zur Verfügung haben, die vollkommen emissionsfrei sind. Also daher werden wir beide in geeigneter Form benötigen. Kommen wir zu diesem GreenTech-Radar, was gemeinsam mit dem GreenTech-Cluster entwickelt worden ist.
Dazu wurden 5 Segmente analysiert. Einerseits das Segment Herstellung von grünem Wasserstoff, die Speicherung und die Verteilung, der Bereich der Energiewirtschaft, der Bereich der Gewerbeindustrie und die Mobilität. Und das Radar ist so zu interpretieren, dass die Jahreszahl, wo die, nennen Sie mal so, Bubble eingezeichnet ist, das ist der Zeitpunkt, ab dem die Technologie marktreif ist, ab dem das Marktpotenzial am Markt wirksam wird. Die Größe sorgt was über die Marktgröße aus und die Farbe letztendlich über die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Prognose. Und es sind natürlich auch da und dort verschiedenste Marktbetrachtungen, die dort mit eingeflossen sind. Und es wird einmal einen Ausblick dieser Schwerpunkte für die nächsten Jahre geben. Schauen wir da kurz ein bisschen mehr ins Detail rein, zum Beispiel die Herstellung von grünem Wasserstoff. Da sehen wir ganz klar, dass die Elektrolyse ist die Schlüsseltechnologie für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Da gibt es mehrere Verfahren und Technologien dahinter. Heute die alkalische Elektrolyse und auch die PEM-Elektrolyse sind marktreif. Die haben auch große Marktpotenziale, die sind ab heute sofort verfügbar. Und bitte nicht die Bubble falsch verstehen, also die Bubblegröße wird hier deutlich weiter anwachsen, aber das ist bereits, wie gesagt, den Markt, den es heute hier bereits gibt und den man hier auch heute bereits nutzen und abgreifen kann. Zusätzlich sehen wir weitere Elektrolyse-Technologien in der Entwicklung, wie zum Beispiel die AEM-Elektrolyse. Das ist dann mehr oder weniger Hybrid-Technologie zwischen AEL und PEM. Dann auch die Hochtemperatur-Elektrolyse, die SOEC. Die wirkt vor allem auch sehr hohes Potenzial, um die Wirkungsgrade drastisch zu erhöhen. Da sprechen wir dann von Wirkungsgraden der Elektrolyse weit über 80%. Und in Summe gibt es, wie gesagt, sehr große Ausbaupläne weltweit und auch europaweit. Europaweit denkt man so an die Installation von 6 Gigawatt bis 2024. Das heißt, die Elektrolyse ist etwas, was man wirklich stark forcieren sollte. Es ist eine der Schlüsseltechnologien für die erneuerbare Wasserstoffwirtschaft. Aber in Ergänzung dazu gibt es auch weitere Technologien, wie zum Beispiel die Pyrolyse, wo man Wasserstoff aus Methan herstellt und den Kohlenstoff abscheidet, das heißt ihn nicht freisetzt, sondern wirklich gebunden er dann vorliegt. Geht zwar auch um die Vergasung von Biomethan, da muss man natürlich auch immer sehr genau in die Vorkette reinschauen, wie denn überhaupt die biogenen Energieträger hergestellt werden. Ja, und die Forschung beschäftigt uns auch im Bereich der alternativen Technologien, wie zum Beispiel die Photoelektrolyse, das ein Prinzip ist, wo man direkt aus den Photonen des Lichts die Wasserspaltung realisieren kann und Wasserstoff herstellen kann, aber auch weitere Alternativen, die direkte Salzwasserelektrolyse, was ja gerade für die Länder, die direkt an den Meeren liegen, ein großes Potenzial bergen, um hier das Trinkwasser zu verbrauchen. Ja, ein Beispielprojekt in Österreich, dazu wurde schon im Jahr 2014 umgesetzt. Das war ein Projekt in einem größeren Konsortium, wo wir den technologischen Schwerpunkt darin gemacht haben, gemeinsam mit OMV, EVN, Fronius, dem Energieinstitut, gefördert vom Klima- und Energiefonds. Das war Österreichs erste Power-to-Gas-Anlage mit einer ganz speziellen Elektrolyse-Technologie, Hochdruckelektrolyse, damals mit 160 Bar. Und wir konnten demonstrieren, dass diese Technologie auch mit diesen besonderen technischen Kennzahlen reif ist, sie gekoppelt zu Windrädern funktionieren kann, man Wasserstoff in unterschiedlichsten Farben verwerten kann. Und wie gesagt, das ist wie gesagt ein Schlüssel, um die zeitliche und örtliche Unterdeckung der erneuerbaren Energien darzustellen und zu schließen letztendlich. Im Bereich der Speicherung und Distribution gibt es wiederum sehr viele Technologieansätze, die mit Wasserstoff bestehen. Etabliert ist heute die Druckgasspeicherung. Die ist Stand der Technik. Das heißt, Wasserstoff wird bei Umgebungstemperatur unter hohem Druck gespeichert. Das ist seit Jahrzehnten erprobt. Es ist industrialisiert. Natürlich gibt es auch hier Forschungen im Bereich der Materialtechnik, das kostengünstiger zu machen. Aber das ist natürlich das, was heute am Markt jetzt sofort verfügbar ist. Auch Flüssigwasserstoff, also da sprechen wir bei Wasserstoff circa von minus 253 Grad Celsius, spielt eine wesentliche Rolle, vor allem für Sonderanwendungen, zum Teil auch für die großtechnische Verteilung von großen Energiemengen. Und langfristig benötigt man zusätzliche Speicheransätze, wie zum Beispiel die saisonale großtechnische Speicherung im Untergrund. Da gibt es auch jetzt ein spannendes Projekt, was mit der RAG gemeinsam startet im Zuge der WIFA, wo eben untersucht wird, wie man unter Tage in stillgelegten Erdgaskavernen Wasserstoff großtechnisch speichern kann.
Ja, und auch hier, also das sind nicht die alleinigen Ansätze, sondern da gibt es auch weitere Alternativen wie Liquid Organic Hydrogen Carriers, das heißt, wo Wasserstoff in organische Stoffe gebunden wird und man dadurch höhere Energiedichten erreicht. Es gibt Forschungen an Hydridspeichern, die eine Rolle spielen werden und unterschiedlichste Verteilwege, die je nachdem, wie viel Wasserstoff man transportieren will, und je nachdem, wie weit die Distanzen auch sein soll, unterschiedlich ausgeprägt sein werden. Und da sehen wir sicherlich alles von der Verteilung mittels Trailer auf der Straße, mit Flüssigtrailern, mit Pipelines und aber auch mit Schiffen. Ja, und warum ist es denn gerade so als Energiespeicher so relevant? Da habe ich hier ein Diagramm mir von der RAG ausgeborgt, die zeigt den Stromverbrauch und Stromerzeugung im Burgenland vor ein paar Jahren im April. In Grau sehen Sie das Erzeugungsprofil, in Orange das Verbrauchsprofil. Man sieht hier, dass doch über einige Stunden hinweg es einen Überschuss von Energie gibt, nämlich 500 Megawatt über 72 Stunden. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, welche Speichertechnologie kann denn das speichern? Und wenn wir in jeden burgenländischen Haushalt einen Batteriespeicher reingeben, schaffen wir es, diese Leistung mit dieser Energie unterzubringen. Wenn wir zusätzlich in jeden Haushalt ein Elektrofahrzeug mit anschließen, ist es dann zusätzlich diese Leistung mit dieser Energie, mit der Nachbarschaftshilfe der niederösterreichischen Pumpspeicher diese Leistung mit dieser Energie. Und wenn wir, wie gesagt, die Transformation zu Wasserstoff, zu Molekülen, zur chemischen Energie machen und wir Gasspeicher wie in Buchkirchen berücksichtigen, dann schaffen wir es, wir dort diese Leistungen und diese Energien unterzubringen. Und damit, glaube ich, liegt auf der Hand, dass wir Wasserstoff für die großtechnische, saisonale Energiespeicherung benötigen. Für die kurzzeitigen gibt es ja viele andere gute etablierte Technologien wie Batterien und Pumpspeicher. Aber immer dann, wenn man lange viel Energie benötigt, brauchen wir Wasserstoff. Ja, diese Diskussion über Eigenerzeugung im Land oder am Kontinent und über die Importe mittels Pipelines, also das wird intensiv diskutiert. Klar ist, dass es bereits einen Fahrplan zum Aufbau der Pipeline-Struktur in Europa gibt. Also sowohl auch Initiative von Hydrogen Europe oder das Backbone Initiative. Das heißt, das passiert bereits, dass viele Leitungen hier bereits geplant werden, weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus gibt es bereits einige 100 Kilometer an Wasserstoffpipelines, die erprobt sind. Und auch hier ist es wichtig, ich glaube, die Integration Österreich zu schaffen an diese übergeordneten großen Netze, um hier auch die Gelegenheit für den Import von grünem Wasserstoff zu geben. Weil es muss auch jedem hier von uns bewusst sein, aktuell fließt 2 Drittel der Energie, die wir in Österreich verbrauchen, unterirdisch nach Österreich, nämlich genau in Form von Pipelines, in Form von Öl oder Erdgas. Und das wird hoffentlich in Zukunft grün sein und aus unserem Ansatz heraus grüner Wasserstoff. Im Bereich der Energiewirtschaft gibt es sehr viele Lösungen mit Wasserstoff und besonders relevant ist in Energiewirtschaft die Sektorkopplung mittels der Wasserstofftechnologien. Das heißt, sowohl mit der Elektrolyse und der Brennstoffzelle kann ich diese Sektoren miteinander verschränken. Man kann gesamtheitliche Optimierungen durchführen. Das heißt, da geht es nicht nur um singuläre Betrachtungen. Man kann Kraft und Wärme optimal koppeln. Man kann Dezentralisierung durchführen, das heißt auch in Häusern kann man die Eigenversorgung erhöhen. Wasserstoff dient ja auch wesentlich der Notstromversorgung und kann damit zur Sicherheit unserer Energieversorgung beitragen. Und wir werden natürlich auch zunehmend immer größere Kraftwerke sehen, die mit unterschiedlichsten Technologien ausgestattet sein werden, sowohl mit Verbrennungskraftmaschinen, mit Gasturbinen, mit Wasserstoff und auch direkt emissionsfrei mit der Brennstoffzelle. Ein Beispiel davon ist die Eigenversorgung in den Haushalten. Das heißt, die Haushalte selbst können durch Technologien wie Batterie, Ausbau der Photovoltaik, Elektrolyse und Brennstoffzelle zur Netzentlastung beitragen, da sie durch Photovoltaik selbst den Großteil ihrer Energie erzeugen. Der Tagesgang wird durch die Batterie ausgeglichen und der saisonale Ausgleich, weil im Winter gibt es halt immer weniger Photovoltaikenergie, passiert mittels Elektrolyse und Brennstoffzelle und die Speicherung in Form von Wasserstoff. Und man erreicht dort höchste Nutzungs- und Wirkungsgrade, da man Strom und Wärme direkt im Haushalt nutzt. Also auch das, wie gesagt, ist klein technisch, also mit kleinen Leistungen, auch ein sehr wichtiger Beitrag zur Dezentralisierung und Netzentlastung. Kurz zur Zeit, Alexander. Wir sind bei den 20 Minuten.
Ich schaue, dass ich schnell zum Ende komme. Also schauen wir noch zum Thema Gewerbe und Industrie, also auch dort seit Jahrzehnten im Einsatz. Und im Prinzip dort sind die Strategien die, dass man die bestehenden Prozesse mit grauem Wasserstoff auf grünen Wasserstoff umstellt, dass man heutige fossilbasierte Prozesse ebenfalls probiert, mit Wasserstoff zu dekarbonisieren. Und der Schwerpunkt liegt dort ganz klar auf der stofflichen Verwertung bei den Hochtemperaturprozessen. Ja, all diese Prozesse gibt es, da geht es nicht im Detail darauf ein, das können Sie dann gerne in die Unterlagen nachlesen. Und wie gesagt, das ist bereits im Laufen, dass die hin zur erneuerbaren Versorgung umgestellt werden. Ja, wichtig auch in der Mobilität, Wasserstoff- und Brennstoffzelle sind Teil der Elektromobilität. Und es gibt ja sehr viele marktreife und marktnahe Lösungen. Und besonders geeignet ist Wasserstoff für das Segment der Heavy-Duty-Elektromobilität, das heißt ab dem Segment der größeren PKWs, Busse, LKWs bis hin zu Zügen. Also immer dann, wenn man schnell tanken will, große Reichweiten braucht, viel Energie an Bord braucht, dann ist Wasserstoff und Brennstoffzelle besonders gut geeignet. Und das heißt, dieses gesamte Segment ist wichtig, vor allem auch, dass in Österreich sehr viele Hersteller von Sonderfahrzeugen gibt. Also sei es jetzt von Löschfahrzeugen, von Schneemobilen, von Bussen, von LKWs, also sehr viele Sonderfahrzeuge, auch Kehrmaschinen. Das heißt, sowohl der Schwerverkehrsbereich als auch der Sonderfahrzeugbereich ist gerade auch für Österreich besonders wichtig und interessant. Und hier hat man sicherlich Gelegenheit, wie hier auch im Heißner-Projekt demonstriert wird, mittels neuen Technologien zu dekarbonisieren. Ja, das bringt mich auch schon zur österreichischen Rolle. Wir haben gesehen, die Marktpotenziale sind riesig. Wir haben auch schon im Vortrag von Jürgen Streitner gesehen, dass europaweit extrem viel passiert, dass man auch, wenn man das in Österreich umsetzen will, es drastisch notwendig wäre, die Wertschöpfung zu erhöhen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, denen wir gerade begegnen, dass diese Transformation, dieser Transfer des Know-hows, was man, und wir haben sehr viel Know-how in Österreich im Bereich der Industrie, der Automotive-Zulieferindustrie und viele weitere Hochtechnologien-Nischen. Und diese Transformation, die muss jetzt schnell stattfinden, um hier nicht den Zug und nicht den Anschluss zu verpassen. Und auch ist, glaube ich, auch eins ganz klar, die Forschung und Entwicklung gilt es auch hier weiter zu stärken, um Österreich hier auch ganz klar zu positionieren im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Und damit bin ich mit meinem Vortrag schon am Ende. Ich möchte nur noch den Hinweis, falls Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, auf unser Buch geben. Und in diesem ersten Kapitel haben wir auch das technische Potenzial von Wasserstoff im österreichischen Energiesystem analysiert, mit dem Ergebnis, dass es knapp technisch ein Drittel aller Energieträger ausmachen könnte. Gibt es dort schön zum Nachlesen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke, Alexander, für den spannenden Vortrag. So, jetzt haben wir nochmal einen Versuch mit der nächsten Menti-Frage. Ich bitte Sie jetzt wieder auf menti.com zu gehen. Das ist den siebenstelligen Code, den Sie eingeben, oder den QR-Code, den Sie eingeben können. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. Ich werde es selbst auch ausprobieren. Und da bitte ich Sie, stimmen Sie ab, wo sehen Sie für sich, für Ihr Unternehmen, für Ihre Institution die größten Geschäfts- oder Projektchancen in den nächsten Jahren? Mit dem GreenTech-Radar ist es für uns immer besonders interessant, wo tut sie was in den nächsten Jahren? Und da bin ich jetzt schon gespannt. Okay, Gewerbeindustrie. Deckt sich auch mit der Einschätzung vom Radar wieder. Natürlich auch der Bereich der Mobilität hat viel Potenzial. Wir haben 25 Antworten. Die Mobilität übernimmt sozusagen die Führung. Aber auch die Herstellung von grünem Wasserstoff sehen Sie als Chance für sich und Ihr Unternehmen oder Ihre Institution. Kann natürlich auch Ihre Forschungseinrichtung sein. Wir sind bei 73 Antworten. Also sehr ausgeglichen. Mit 100 Antworten. Die Mobilität ist für Sie das größte Potenzial, aber auch Speicherung und Distribution ein Feld, wo Sie in den nächsten Jahren viele Möglichkeiten für sich sehen. Herzlichen Dank fürs Abstimmen. Und jetzt würde ich gerne an den
Herrn Steinmüller von der Viva PNG übergeben, der uns kurz die Vorzeigeregion vorstellt. Ja, danke. Erstens danke für die Einladung, zweitens für die Möglichkeit, Viva PNG vorzustellen. Ich würde, so wie der Jürgen Streitner, Sie bitten, dass Sie einfach weiterklicken. Ja, gerne. Weil, ja, vielleicht sind meine Finger nicht ganz so geeignet wie die vom Alex Drattner. Ja, also Sie kriegen heute eine wirklich ganz kurze Einführung. Einige wahrscheinlich haben leider den Vortrag oder zum Glück den Vortrag schon gehört. In die Vorzeigeregion Wasserstoff, die wir 2018 gestartet haben. Und ich bitte ja jetzt um die nächste Folie. Die Wasserstoffvorzeigeregion ist eine von drei Vorzeigeregionen, die es derzeit in Österreich unter dem Schirm des Klima- und Energiefonds gibt. Alex hat ja schon darauf hingewiesen, um was geht. Es geht eigentlich darum, Österreichs Markt entsprechend aufzubauen, unsere Marktteilnehmer so zu positionieren, dass sie international Chancen haben. Was da auf uns zukommt, möchte ein bisschen auch im Vergleich zu Deutschland zeigen. Deutschland geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 etwa 7 Milliarden Euro in die Wasserstofftechnologie gesteckt wird, 2 Milliarden Euro dann noch in die Wasserstofftechnologie, wie Sie schon sagen, außerhalb der deutschen Grenzen. Jetzt übertrage ich das ganz schnell auf Österreich mit dem typischen 1 zu 10. Das würde heißen, wir brauchen irgendwo in der Größenordnung von 700 Millionen Euro für die nächsten 10 Jahre oder 70 Millionen Euro pro Jahr, um mit den Deutschen nur parallel gehen zu können. Wir gehen davon aus, dass wir das nicht ganz kriegen werden. Daher sind unsere Beziehungen, die wir nach Deutschland pflegen, relativ groß, um auch hier entsprechend weiterzukommen. Bitte die nächste Folie. Die Vorzeigeregion Viva PNG wird von einem Verein koordiniert, den wir extra dafür gegründet haben. Es geht uns wirklich darum, aufzuzeigen, wo entsprechende Projekte angesiedelt werden können, um österreichische Technologien auf der einen Seite zu entwickeln, aber auf der anderen Seite auch zu zeigen, wo die entsprechenden Einsparungspotenziale für Treibhausgase gegeben sind. Und weil das Ganze sonst üblicherweise, wenn man von einer Region spricht und bei Österreich ist das bestenfalls ein Bundesland, haben wir gesagt, nein, wir wollen einen komplett anderen Weg gehen. Für uns ist die Region Österreich. Österreich ist im Vergleich wieder, um mit Deutschland zu bleiben, kleiner oder in der Größenordnung von Bayern. Da haben wir gesagt, machen wir das wirklich über ganz Österreich verteilt und haben daher keine geografische Einschränkung für die Vorzeigeregion. Bitte die nächste Folie. Das ist unser Visionsbild, das wir alle gemeinsam in der Viva PNG entwickelt haben, wo es uns wirklich darum geht, zu zeigen, wie können wir aus den erneuerbaren Quellen Wasser, Wind und Sonne die Wirtschaftsbereiche, und zwar aus unserer Sicht könnten wir alle Wirtschaftsbereiche entsprechend bedienen. Und Alex hat es ja auch darauf hingewiesen, für Österreich sicher ein wichtiger Teil davon ist die Speicherung. Daher haben wir den Speicher, den Untergrundgasspeicher, der RAK, hier vorne eingezeichnet. Na, stimmt nicht ganz. Das haben wir etwas nachträglich auch wieder eingebaut. Bitte zur nächsten Folie, die Sie in irgendeiner ähnlichen Form heute schon zweimal gesehen haben. Einmal vom Jürgen Streitner, das war ja auch die Basis für unsere Folie. Das zweite Mal eigentlich auch von Alex Drattner vom Hydrogen Council, aber das jetzt umgewandelt, auch mit den Farben der Viva PNG. Auf der einen Seite also der primäre Teil, woher kriegen wir denn den entsprechenden Grundenergieträger? Was machen wir mit diesen Energieträger? Eben, wir produzieren Renewable oder Decarbonized Hydrogen, aber auch das Biomethan und gehen von dort in die Distribution und in die entsprechende Lagerung. Einer jener Punkte, von dem ich glaube, dass wir in Österreich große Möglichkeiten haben, das auch von den möglichen Firmen entsprechend abzudecken und dann die breite Anwendung. Da haben wir auch ein bisschen das drinnen, das der Jürgen Streitner ausgelassen hat, nämlich den Energiebereich, der vom Alex schon kam. Es wird vielleicht auch zur Nutzung der bestehenden Infrastruktur notwendig sein, auch in den niederexergetischen Bereich der Wärmebereitstellung zu gehen. Daher bitte die nächste Folie. So sehen Sie grob die Verteilung der derzeitigen Projekte von Viva PNG. Wenn ich jetzt hier in die Steiermark schaue, wo wir uns eigentlich alle getroffen hätten, wenn nicht Covid entsprechend
uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hier gibt es zwei Elektrolysen in Planung und sonst einige Aktivitäten. Ich glaube, dass wir ja zwei, na, sogar drei, glaube ich, heute davon kriegen. Dann ein Schwerpunkt ganz sicherlich auch im Bereich Wien, Niederösterreich. Da hier ist ja insbesondere die ÖMV gedacht. Einen Cluster in Westösterreich, wo noch zwar sehr viele Projekte schon in Planung und in Umsetzung sind. Und dann groß schwarz eingezeichnet die 6MW-Anlage der Voestalpine und um diese Anlage herum natürlich auch viele, viele Aktivitäten, kleinere Anlagen auch bei Kronius und ähnliches mehr. Also es ist wirklich eine Verteilung über ganz Österreich. Und daher bitte die nächste Grafik oder die nächste Folie. Das sind unsere Mitglieder, oben die vier Forschungseinrichtungen, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Und dann die Firmen, die derzeit in der Viva BNG, in dem Viva BNG, wir sind ein Verein, in dem Viva BNG als Mitglieder vertreten sind. Ich denke, größtenteils USU der österreichischen Industrie und auch der österreichischen Energieversorgung. Wir sind offen. Das heißt, wenn jemand entsprechende Interesse hat, dann bitte nur an mich heranzutreten. Ich darf derzeit sowohl Obmann als auch Geschäftsführer des Viva BNG sein. Und ich hoffe Ihnen, habe Ihnen in der Kürze, weil das waren irgendwo meine 5 Minuten, die wir ausgemacht haben, Ihnen ein bisschen einen Überblick geben konnte, was Sie von Viva BNG erwarten können. Ich kann Ihnen nur eins sagen, es wird in Zukunft deutlich mehr werden, weil wir haben jetzt zusätzliche 6 Projekte in den neuen Ausschreibungen gewonnen. Also Sie werden noch, und der Alex wird mir da recht geben, weil wir ihn intensiv auch dafür brauchen, viel noch von Viva BNG hören. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Steinmüller. So, wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde. Wir sind in der Zeit ein paar Minuten hinten aus. Wenn wir jetzt nur 1, 2 Fragen beantworten, es sind sowieso mehrere gekommen. Wir werden natürlich versuchen, die im Anschluss ans Webinar, die wir jetzt nicht in Diskussion beantworten können, Ihnen Antworten nachzuliefern. Ich würde gleich anfangen. Herr Steinmüller, an Sie ist eine Frage gestellt worden vom Herrn Zirsch. Ob eine jede Region mit einem Projekt teilnehmen kann und ob es bei Unternehmen oder Institutionen da eine Einschränkung gibt. Wer kann bei der Viva BNG mitmachen? Im Grunde genommen kann jeder mitmachen. Es wird im Jahr 2021 wieder eine neue Ausschreibung seitens des Klima- und Energiefonds geben, eine sogenannte zweistufige Ausschreibung, wo Sie in der ersten Stufe an die Geschäftsstelle von Viva BNG einen Vierseiter geben haben, wo Sie die Grundidee und auch wie Sie dieses Projekt abwickeln möchten. Diese Grundidee wird dann in unser Scientific Committee gegeben. Das sind 3 internationale Experten, 3 Experten aus der Viva BNG. Die bewerten dann diese Projekte und die besten 10 aus dieser Bewertung werden dann an den Klima- und Energiefonds und an die FFG weitergeleitet, die dann entscheiden, welches dieser Projekte auch einen Vollantrag einreichen kann. Wir gehen davon aus, wie gesagt, wird irgendwann erste Jahreshälfte passieren, mit Ende des Jahres 2021 dann eine Entscheidung fallen, welche zusätzlichen Projekte noch kommen können. Wir gehen davon aus, dass wir zwischen 3 und 5 Projekte auch im Jahr 2021 zusätzlich bekommen können. Aber offen ist die Viva für alle oder der Viva für alle. Natürlich, wie bei jedem Verein, gibt es eine Generalversammlung und da muss man natürlich auch durch, um aufgenommen zu werden. Es gibt ein paar Kriterien. Das heißt, wie sind Sie wirklich an einem Projekt interessiert? Mit wem kooperieren Sie bereits? Gibt es ein entsprechendes Projekt bereits? Darum werden Sie auch ab nächster Woche wieder auf der Homepage von Viva BNG, also viva.at, die sogenannten weißen Flecken bekommen, von denen wir sehen, dass wir noch entsprechende Projekte brauchen. Danke für die Antwort, Herr Steinmüller. Eine Frage auch an den Alexander Trattner bezüglich der Speicherung und Distribution, also ob sich die LOHC-Technologie für Transport, Logistik und Speicherung durchsetzen wird. Gibt es da eine Einschätzung von dir? Dein Mikrofon ist noch auf stumm geschalten, Alexander. Okay, danke. Ja, ganz gute und wichtige Frage. Das ist noch nicht seriös beantwortbar, weil der Technologiereifegrad der LOHCs noch sehr niedrig ist. Und das sozusagen technologisch noch nicht nachgewiesen werden kann, dass das für die großtechnische Verteiltechnologie tatsächlich geeignet ist.
Es gibt Unternehmen, die behaupten das in ihren Aussendungen, aber das ist nicht unabhängig wissenschaftlich nachgewiesen. Aus unserer Sicht ist da noch deutlicher Forschungsbedarf gegeben für die nächsten Jahre. Wenn das alles so schön funktioniert, wie es auf diesen bunten Blättern angegeben ist, dann ist das durchaus vorstellbar. Aber wir sehen das nach wie vor sehr kritisch. Danke, Alexander. Und eine Frage hätte ich auch noch, die ich direkt weiterleite an den Herrn Streitner ganz am Anfang gestellt. Die Frage von Biomethan in der österreichischen Wasserstoffstrategie. Ich lese kurz vor, wenn es Biomethan schon gibt, dann stellt sich die Frage, ob wie sinnvoll es ist, diesen in Wasserstoff zu zerlegen und dann wieder in eine Brennstoffzelle zu verbrennen. Oder ob es nicht auch eine Möglichkeit ist, diesen direkt im Motor zu verwenden und einzusetzen. Vielleicht auch generell die Frage Biomethan in der österreichischen Wasserstoffstrategie, welchen stellen wir dort das? Ja. Also, ich glaube, man muss das im Einzelfall natürlich anschauen. Mir war es wichtig, jetzt auch in dieser Grafik darzulegen, dass also, wo der Fokus bei der Erzeugung liegt, und der liegt bei den Erneuerbaren, und da haben wir versucht, alle erneuerbaren Erzeugungen darzulegen und auch auf der rechten Seite auf meiner Grafik zu zeigen, wo ist der Fokus für uns im Verbrauch. Natürlich muss man sich im Einzelfall anschauen. Ich sehe auch nicht, dass da mit verschiedenen Umwandlungsformen jetzt jeder Pfad sozusagen immer sinnvoll ist. Vielleicht da auch gleich nur eine Ergänzung, weil das Thema der Pyrolyse auch immer wieder kommt. Ich glaube, ich habe es auch im Chat gelesen. Und Sie haben auch gesehen, vielleicht die unterschiedliche Grafik, dass bei mir keine Pyrolyse vorkommt, beim Horst Steinmüller kommt die Pyrolyse vor. Auch die Pyrolyse wird in der Wasserstoffstrategie vorkommen. Wir sehen sie halt stärker als F&E-Thema noch. Also Fokus momentan auf erneuerbare Wasserstofferzeugung. Pyrolyse ist aus unserer Sicht ein wesentliches Thema, auch aber eher für die Forschung und Entwicklung. Und zur dritten Frage, die Sie noch gestellt haben, bezüglich welche Rolle nimmt jetzt Biomethan generell ein in der Wasserstoffstrategie, eine untergeordnete. Es ist eine Wasserstoffstrategie und keine Biomethanstrategie. Allerdings natürlich dort, wo es um Themen wie Blending und so weiter geht, muss man natürlich auch das auch mit berücksichtigen. Danke für die Antwort. Es gibt noch einige weitere Fragen, die wir dann aber, wie gesagt, versuchen werden, im Nachlauf zu beantworten. Ich möchte jetzt gern zum nächsten Teil von unserem Webinar kommen. Wir tauchen tiefer in die Praxis ein, haben einige Demonstrations- und Vorzeigeprojekte für Sie gefunden, die jetzt vorgestellt werden. Und wir beginnen mit dem Herrn Kubek vom Verbund, der uns den Innovation Hub in Mellach kurz erklären wird und erzählt, was der Verbund dort aktuell macht. Herr Kubek. Ja, schönen Nachmittag aus Mellach. Hört man mich? Ja, man hört sich sehr gut. Wunderbar. Also das war meine größte Sorge jetzt, weil da haben wir wirklich gekämpft die letzten zwei Tage, Herr Kohlmeier und ich. Ganz kurz, es hat wunderbar gepasst, was Alexander Dratner da an Landkarte für mich aufgespannt hat. Ich will Ihnen jetzt zeigen, was wir uns aus diesem Blumenstrauß einmal überlegt haben, was wir hier am Standort machen könnten. Sie sehen auf dem Bild rechts das Kraftwerk Werndorf, das derzeit gerade im Abbruch ist. Das stammt noch aus den 60er Jahren, war ein Ölkraftwerk und sicher weder vom Wirkungsgrad noch von den Emissionen der heutigen Zeit, ich sage mal, entsprechend. Links oben sehen Sie dann das Fernheitskraftwerk Mellach, das für die Wärmeversorgung der Stadt Graz zu 70% gedient hat die letzten 30 Jahre. Da haben wir heuer den Kohlebetrieb eingestellt. Es kann auch mit Gas betrieben werden. Und in dieser Funktion steht es jetzt auch noch in Verwendung, also ist im Betrieb bis, ich sage mal, Ende nächsten Jahres. Und dann werden wir sehen, was wir mit weitermachen. Ganz hinten in der Mitte sehen Sie zwei Schornsteine. Das ist jetzt das moderne Gaskraftwerk, das wir haben, das aber derzeit auch nicht im Markt eingesetzt wird, sondern ausschließlich zur Netzstützung. Und das wird eine ganz wichtige Funktion in den nächsten Jahrzehnten eingesetzt wird. Dieser Standort soll in Zukunft eben für neue Technologien
verwendet werden und ein gleichzeitig als Reallabor dienen für künftige Entwicklungen. Darf ich um die nächste Folie bitten? Ja, was haben wir uns aus dem Buntenstrauß ausgesucht? Wenn wir links anfangen, also wir haben hier eine hochwertige Netzanbindung, sowohl auf der 400 kV als auch auf der 110 kV-Seite, wo wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren doch immer wieder so, wie wir gesehen haben im Energieburgenland, also im Burgenland, Überschussstrom zur Verfügung stehen wird. Wir haben auch ein kleines Wasserkraftwerk hier am Standort und wir planen auch die Stromproduktion mit Photovoltaik zu machen. Wenn wir dann weitergehen, das ist quasi unsere Netzanbindung, dann planen wir, dass wir hier eine Basisinfrastruktur mehr oder weniger bereitstellen für künftige Forschungsprojekte, die wir im Moment einmal in Form einer 10 Megawatt PEM-Elektrolyse beziehungsweise 10 Megawatt Hochtemperaturelektrolyse angedacht haben. Ich glaube, das sind jetzt einmal alles Pläne, wie sie realisiert werden, werden wir noch sehen können. Und diesen Wasserstoff, den wir dann mit quasi Überschussstrom beziehungsweise grünem Strom erzeugen, wollen wir verdichten und in einem Speicher Größenordnung 70 Bar einmal zwischenspeichern. Warum gerade diese 70 Bar? Weil wir damit einerseits dann in die Wiederverstromung gehen können für Netzdienstleistungen in Form einer Gasturbine, aber auch eines Gasmotors und eventuell auch über Brennstoffzellen. Kombiniert das Ganze mit einer leistungsstarken Batterie, glauben wir, dass wir da für Frequenzdienstleistungen gute Chancen haben. Parallel dazu ganz rechts hätten wir auch die Möglichkeit, ins Gasnetz einzuspeichern. Wir sind auch in Untersuchung für synthetische Kraftstoffe, aber auch dann für die Mobilität den Wasserstoff zur Verfügung stellen. Nächste Folie bitte. Ja, das sind so erste Überlegungen, die wirklich noch in der Projektierung sind. Sie sehen hier diese grünen und blauen Rechtecke, die eingezeichnet sind, auf der ehemaligen Kohlehalde, die ja jetzt frei ist, und daneben das Gaskraftwerk Mellach. Wir planen hier, diese Basisinfrastruktur modular aufzubauen, verschiedene Technologien hier auszuprobieren. Wir wollen Reallabore machen, nämlich einen Maßstab, der schon ein bisschen weiter ist als in den reinen Forschungsinstituten, aber vielleicht auch noch nicht wirklich diesen Reifegrad hat, dass man es jetzt einmal großindustriell schon einsetzen kann. Und die Stärke, die wir haben hier am Standort, ist, dass wir das 1:1 integrieren können in unsere bestehende Infrastruktur, beziehungsweise diese auch 1:1 nutzen können. Nächste Folie bitte. Ja, und hier ein kleines Beispiel, wo wir eine Hochtemperaturelektrolyse bereits in Partnerschaft mit Industrie, aber auch mit der TU Graz, mit dem Wärmetechnikinstitut hier schon realisiert haben. Das ist eine 150 Kilowatt Anlage, mit der können wir im ersten Stadium 40 Normkubikmeter Wasserstoff die Stunde produzieren, der dann in unserer Gasturbine mit verfeuert wird, wobei natürlich diese 40 Normkubikmeter sind noch ein Anfang und das ist noch sehr, sehr wenig halt. Das spürt die Gasturbine in Wahrheit nicht. Wir sind uns bewusst, dass wir das Ganze nicht alleine stemmen können, weder vom Wissen her noch von den Möglichkeiten her und auch nicht vom Know-how her. Deswegen sind wir sehr interessiert, dass wir Kooperationen machen mit einerseits Forschung, hier ganz voran die TU Graz, LEC, HSNA, aber auch viele andere mit Industrie, da haben wir namhafte Partner dabei, beziehungsweise mit ihnen bereits erste Kooperationsgespräche geführt, aus der Region, aber auch österreichweit. Ganz wichtig wird, dass Politik und Regulator die nötigen Rahmenbedingungen schaffen wird. Ich sage einmal jetzt nur Doppelbesteuerung, wenn man diese Sektorkopplung
wirklich ernst nimmt und betreiben wird. Und das andere, da schauen wir dann ganz hoffnungsvoll in Richtung des Ministeriums, aber auch nach Europa. Es wird nicht gehen ohne entsprechende Förderungen, da im Moment die Wasserstofftechnologie gegenüber der, ich sage mal, Old Economy noch nicht konkurrenzfähig ist. Wir sind, wie gesagt, interessiert an Kooperationen, an guten Ideen, an Leute, die hier Projekte realisieren wollen und ganz speziell an Leute, die auch Geld mitbringen. Jetzt darf ich die letzte Folie noch bitten. Wenn Sie da Ideen haben, dann entweder bitte direkt an mich oder noch besser an den Herrn Kohlmeier über das Greentech-Cluster, der wird es dann an uns weiterleiten. Vielen Dank. Danke, Herr Kubek. Also da schließe ich mich Ihnen natürlich an. Wenn Sie Fragen für Projektkooperationen haben, Projektideen und Partner suchen, freuen wir uns als Greentech-Cluster natürlich immer, da weiter zu vermitteln und Projekte mit zu initiieren. So. Das nächste Demo-Projekt, das uns vorgestellt wird, ist Teil von der Viva BMG, das Projekt Renewable Gas Field, das uns der Herr Alois Niederl von der Energie Steiermark vorstellen wird. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, man hört mich. Darf Ihnen kurz etwas zu unserem Projekt Renewable Gas Field erzählen, zum Thema ganzheitlicher Power-to-Gas-Ansatz zur Erzeugung und auch zur Nutzung von grünem Wasserstoff. Zur Energie Steiermark. Die Fernsteuerung müsste jetzt bei dir sein, Alois. Ja, ich versuche es gerade einmal zu. Okay. Sonst musst du es bitte übernehmen wieder. Ja. Oh, sehr gut. Kurz zur Energie Steiermark ist bekannt. Wir sind eines der größten Energieunternehmen und das größte in der Steiermark mit über 1800 Mitarbeitern und mehr als 600.000 Kunden, so im In- und Ausland. Und wir beschäftigen uns mit den vielfältigsten Themen in der erneuerbaren Energieerzeugung. Natürlich aktuell das Erneuerbare Ausbaugesetz stellt uns alle vor große Herausforderungen, vor allem was das Thema Wind und Wasserkraft aus und vor allem PV-Ausbau betrifft. Aber wir wollen in den nächsten Jahren hier entsprechend auch große Investitionen tätigen, vor allem was die erneuerbare Energieversorgung betrifft, aber auch der Ausbau der notwendigen Netzinfrastruktur. Bitte dann zur nächsten Folie. Genau, ich habe noch ein kurzes Bild, das einmal, ich glaube, ja, alle in der Runde verstehen das, aber zu zeigen, was bedeutet diese Transformation des Energiesystems. Ja? Also es wird von bisher zentraler Energieversorgung, große Kraftwerke an den entsprechenden Knotenpunkten, künftig immer dezentraler. Ja? Einspeisung erneuerbarer Energieträger auf den verschiedensten Spannungsebenen in unterschiedlicher Ausprägung. Das kann man sich so bildlich darstellen, der Blutkreislauf, und auf einmal kann man auf allen möglichen Stellen kleinere oder größere Kraftwerke. Das bedeutet für unser Energiesystem eine große Herausforderung und auch für den entsprechenden Ausbau der Erneuerbaren. Im Erneuerbare-Ausbaugesetz sind ja die 27 Terawattstunden bis 2030 vorgesehen. Bis 2040 brauchen wir wahrscheinlich noch einmal so viel. Also hier kann entsprechend auch dann die Überleitung zum Wasserstoff, wir haben es auch heute schon gesehen, eine doch entscheidende Rolle spielen, um auch als Speicher dienen zu können. Bitte zur nächsten Folie. Zum konkreten Projekt, das eingebettet ist in das System der Wasserstoffkette, also keine Folie ohne Wasserstoffkette. Wir als Energie Steiermark, nachdem wir erneuerbare Energie erzeugen, sowohl was PV-Anlagen, Wasserkraftanlagen als auch Windkraftanlagen betrifft, sind dort bereits sehr gut aufgestellt und steigen jetzt ein in das Thema der Erzeugung von Wasserstoff aus grünen Technologien. Gleichzeitig, wir sehen es dann später, wir koppeln die Anlage an einer Biogasanlage, das geplante Projekt. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Projekte, die vergleichbar sind, wo wir auch zeigen wollen, dass wir methanisieren und entsprechend dann auch das Gas ins Erdgasnetz einspeisen. Da warten wir auch gespannt auf die Wasserstoffstrategie und auf die entsprechend auch das Ausbauprogramm für grüne Gase, was auf da uns zukommt, um entsprechend in den Gasnetzen auch einen entsprechenden Anteil bereitstellen zu können. Ja, über den Transport hat der Herr Trattner schon einiges gesagt, aber die entsprechenden Anwendungen sind uns ganz wesentlich. Ja. Wir werden den Wasserstoff in drei großen Bereichen einsetzen, und das ist die Industrie, das ist beim Transport, beim Schwertransport,
und auch dann natürlich zur Stromerzeugung beziehungsweise bei der Methanisierung dann die entsprechenden Energieaufwendungen. Das nächste bitte, nächste Folie. Genau, die Grafik haben wir auch schon gesehen heute von Viva und wir sind eingebettet als Teilprojekt mit dem Namen Renewable Gasfield, wo wir einerseits aus grüner Energie Wasserstoff erzeugen, um die Industrie teilweise dekarbonisieren zu können und auch die Mobilität, wo wir große Herausforderungen vor uns sehen, mit entsprechenden erneuerbaren Energien zu versorgen. Nächste Folie bitte. Genau, und dann zu einigen Eckdaten zu Renewable Gasfield. Der Standort, der ist im Süden von der Steiermark, in Gabersdorf, wo wir gute Bedingungen vorfinden. Wie gesagt, dort gibt es schon eine bestehende Biogasanlage. Auch das entsprechende Erdgasnetz geht vorbei. Wir sind gerade aktuell, sage ich mal, man kann fast sagen, ein guter Zeitpunkt für dieses Webinar. Nächste Woche sollen unsere internen entsprechenden Gremien dem Bau zustimmen. Wir wollen dort in etwa 7 bis 8 Millionen Euro investieren, ja. Gleichzeitig zur Elektrolyseanlage auch eine PV-Anlage errichten und wie gesagt, zeigen auch, dass man mit einer Methanisierungsanlage aus bestehendem Rohbiogas, aus der Biogasanlage, auch Gas aufbereiten. Bei der Methanisierung, das führt mich zum Herrn Traten auch, zum Markterfordernis und Marktvolumen. Da sehen wir auch, da gibt es eigentlich gar nicht so viele Anbieter noch. Also hier braucht es auch noch einiges an künftigen Entwicklungen, um diese Marktchancen auch wahrzunehmen. Wie gesagt, mit dem gesamten Wasserstoff, der in etwa 168 Tonnen pro Jahr ausmacht, wenn man sich das umrechnet, was bedeutet das? Das wäre ungefähr die Fahrleistung eines Wasserstoffautos, das 500 Mal um die Erde fährt, beziehungsweise wir könnten damit 60 Einfamilienhäuser ein ganzes Jahr lang beheizen. In der Kette, wofür verwenden wir diesen Wasserstoff? Wie gesagt, der Großteil wird in der Industrie benötigt werden, aber auch ein entscheidender Teil wird dann für unser nachfolgende beschriebenes von meiner Kollegin das Schwesterprojekt sozusagen für die Versorgung von Bussen der Gradlinien benötigt werden. Gut, und dann zur nächsten Folie beziehungsweise zur Schlussfolie. Wir haben auch ein kleines Video, um das Ganze nochmal darstellen zu können. Auf der Viva-Homepage ist das abrufbar. Hier ist der Link eingeblendet. Wenn Sie dann später die Folien bekommen, können Sie es gerne anschauen. Sie finden es auch so. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie gerne auf mich zukommen. Ich bin angesiedelt im Bereich Strategie und Beteiligungsmanagement und federführend für das Projekt der Klaus Neumann, der bekannt ist in der Branche, der kann leider heute nicht, keine Zeit hatte, ist entsprechend für das Projekt und auch für die Produktentwicklung diesbezüglich zuständig. Ich bedanke mich so recht herzlich und freue mich auch noch auf eine anregende Diskussion. Dankeschön. Danke, Alois, für deinen Input. Und ich übergebe jetzt direkt an Lisa Gottfried von der Grazer Energieagentur, die uns Move to Zero vorstellt. Ja, vielen Dank. Schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Lisa Gottfried, bin Projektleiterin der Grazer Energieagentur und darf Ihnen ganz kurz unser Forschungsprojekt Move to Zero zur Dekarbonisierung der öffentlichen Busflotte in Graz näher bringen. Jetzt probiere ich kurz, ob meine Maus funktioniert. Normal. Oh, leider. Ja. Jetzt sollte es funktionieren. Sonst kann ich es wieder weiterschalten. Ja, bitte, es funktioniert leider nicht. Gut, ein kurzer Überblick zu unserem Förderprojekt. Es ist ein Leuchtturmprojekt, gefördert vom Klima- und Energiefonds. Wir haben das Projekt damals in der ersten Zero Emission Mobility Ausschreibung eingereicht. Das Projekt läuft seit voriges Jahr im Mai bis April 2023, wobei wir möglicherweise das Projekt verlängern, weil sich einige Teile aufgrund von Covid-19 jetzt verzögert haben. Die Fördersumme im Gesamten beträgt knapp 3 Millionen Euro, wobei die Projektleitung von der Holding Graz übernommen wird und die Projektkoordination von uns, von der Graz Energieagentur, durchgeführt wird. Weiter sind 13 Organisationen als Projektpartner mit dabei. Bitte zur nächsten Folie.
Genau, hier sehen Sie eine Projektübersicht vom Gesamtprojekt. Ich fange vielleicht kurz links unten im Bild an, wo Sie diesen blauen Kreis sehen. Der Kreis steht für eine Linie, die vollständig mit Brennstoffzellenbussen betrieben wird. Es werden konkret 7 Brennstoffzellenbusse sein für die Linie 66. Links davon sehen Sie dann eben die Wasserstofftankanlage mit einer Traileranlieferung und einer Wasserstoffproduktion aus dem Projekt von der Energie Steiermark Renewable Gasfield. Rechts unten im Bild sehen Sie eine Buslinie, die vollständig mit batterieelektrischen Bussen betrieben wird und darüber die Symbole für die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Und rechts davon im Bild, ergänzend zu den herkömmlichen Linienverkehren, werden wir auch ein bedarfsabhängiges Shuttle am Flughafen Graz testen. Das wird mit automatisierten Ladesystemen über im Boden integrierte Ladeplatten ausgestattet sein. Bitte zur nächsten Folie. Ja, genau. Wir gehen jetzt natürlich auf die Wasserstoffteile kurz näher ein. Der erste Punkt ist Anschaffung von den Brennstoffzellenbussen. Es hat in Graz bereits eine Machbarkeitsstudie gegeben und erste Testbetriebe bzw. Testtage mit Brennstoffzellenbussen. Man hat sich auch entschlossen, der Busausschreibung eine Markterkundung vorzustellen, um einfach den Markt einmal zu erkunden, da diese Technologie noch nicht wirklich ausgereift ist, beziehungsweise die Holding Graz noch keine Erfahrungen damit hat. In der Markterkundung hat sich herausgestellt, dass Solobusse bereits sehr gut verfügbar sind und auch von mehreren Anbietern angeboten werden. Die Lieferzeiten der Busse sind noch ziemlich lang, mindestens 14 Monate, und die Kosten in etwa doppelt so hoch wie bei den herkömmlichen Dieselbussen. Bei den Gelenkbussen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir bisher nur ein wirkliches Angebot erhalten. Und eine Lieferung von diesen ist nicht vor Mitte 2023 möglich. Die Kosten belaufen sich auf in etwa 900.000 Euro. Wir haben uns jetzt im Projekt dazu entschieden, Solobusse anzuschaffen. Genau, der nächste Punkt, Eco-Design-Anforderungen. Vom Projektpartner Umweltamt werden auch Eco-Design-Anforderungen an die Busse und die Infrastruktur gestellt, die dann auch Teil der Ausschreibungen sein werden. Kurz zum Zeitplan. Wir werden mit der Ausschreibung jetzt im ersten Quartal 2021 starten. Die Bestellung der Busse erfolgt Ende 2021 und Anfang 2023 werden die Busse dann geliefert und wird der Demonstrationsbetrieb in Graz gestartet. Bitte zur nächsten Folie. Genau, wie schon kurz angekündigt, der grüne Wasserstoff, und in unserem Projekt wirklich wichtig, dass es grüner Wasserstoff ist. Ja, das verrät, glaube ich, auch schon der Projektname Move to Zero. Kommt eben aus dem Partnerprojekt von der Energie Steiermark, wie es der Kollege Niederl schon erwähnt hat. Die Anlieferung erfolgt mittels einem Elektro-Trailer, der 200 oder 300 Bar Speicherbündel transportiert. Bitte zur nächsten Folie. Genau, die Tankinfrastruktur, die Tankanlage wird dann im Bussender der Holding Graz errichtet. Da sind bereits Genehmigungsverfahren und Vorgutachten im Laufen. Da gibt es ja diese Seveso-Richtlinie, die eine Grenze für die Lagerung von bis zu maximal 5 Tonnen Wasserstoff an einen Standort regelt. Wir planen jetzt bis 4,5 Tonnen Wasserstoff zu lagern, und das wäre für eine Betankung von bis zu 70 Bussen ausreichend. Diese Richtlinie soll aber im zweiten Quartal 2021 überarbeitet werden, was es dann auch erleichtert, Wasserstoff an einem Standort zu lagern. Die Tankstelle wird modular aufgebaut sein, sodass man sie auch einfach erweitern kann, wenn der Wasserstoffbedarf steigt. Und der Wasserstoffbedarf aktuell für die 7 Busse beträgt in etwa knapp 40.000 Kilo Wasserstoff pro Jahr. Die Betankung der Busse am Standort erfolgt dann mit 350 Bar, und aktuell sind gerade 2 technische Konzepte zur Betankung der Busse noch in Abstimmung. Das ist die eine Variante, Errichtung eines Niederdruckspeichers im Bussender, und die zweite Variante, dass ein Trailer langfristig als Speicher im Bussender stehen bleibt und daher den Niederdruckspeicher ersetzen würde. Bitte zur nächsten Folie.
Ganz kurz vielleicht nur, im Zuge des Projektes werden zwei Projektpartner auch an mechanischer und elektrochemischen Kompressionstechnologien forschen. Das ist einerseits die Firma Hörbiger, die sich mit der Entwicklung von Komponenten für die mechanische Wasserstoffkompression der Zukunft beschäftigt, und unser Projektpartner Highsender, die sich mit der Optimierung von elektrochemischer Kompression beschäftigen. Die Ziele sind hier Erhöhung von Energieeffizienz in der Wasserstoffverdichtung und Verringerung der Kosten. Bitte zur nächsten Folie. Genau, ich möchte noch ganz kurz eingehen auf das Thema Bewusstseinsbildung und Information der Bevölkerung. Wir möchten uns im Zuge des Projektes Move to Zero auch mit Bewusstseinsbildung beschäftigen. Und vor allem dadurch, dass es hier um eine ziemlich neue Technologie geht und dadurch, dass eine Wasserstofftankanlage ziemlich im Stadtzentrum errichtet werden muss, ist es eben wichtig, die Bevölkerung umfassend mit einzubeziehen. Und das haben wir vor durch Maßnahmen wie Informationsveranstaltungen, Marketingkampagnen, Ideenwettbewerbe, Bürgerbeteiligungsevents und so weiter zu machen. Genau, dann bitte zur nächsten und letzten Folie. Übergeordnetes Ziel unseres Forschungsprojekts Move to Zero ist ja die schrittweise gesamte Dekarbonisierung der Busflotte von 170 Bussen in Graz. Und dafür werden wir gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität ein Optimierungsmodell erstellen, wo die beiden Technologien, also batterieelektrische und Brennstoffzellenbusse, simuliert werden und ein optimaler Technologiemix für die gesamte Busflotte berechnet werden sollen. Die Eingangsparameter für dieses Modell werden dann natürlich Daten aus dem Echtbetrieb sein, die dann eben das optimale Ergebnis bzw. verschiedene Szenarien für ein optimales Ergebnis, einen optimalen Technologiemix darstellen werden. Bitte zur nächsten Folie. Ja, vielen Dank. Und falls es Fragen, Anregungen oder Sonstiges gibt, bitte gerne an mich. Danke. Danke für den Einblick in Move to Zero. So, ich schaue mal kurz in den Chat. Da haben wir jetzt aktuell keine Fragen direkt gestellt. Ich möchte Sie aber einladen. Sie können jetzt natürlich auch Ihre Frage gerne per Video stellen, wenn Sie eine haben. Was mich vielleicht in der Zwischenzeit interessieren würde, dass ich finde die zwei Projekte ja super, Zero und Renewable Gas Field, weil sie zusammenhängen. Wie hat sich diese Kooperation ergeben? War das von Anfang an geplant oder ist das erst im Laufe der Projektlaufzeit entstanden? Es war eigentlich schon von Anfang an geplant. Also wir haben in der Projekteinreichung bereits mit der Energie Steiermark das Projekt eigentlich gemeinsam eingereicht, weil zu dem Zeitpunkt die Energie Steiermark oder ich glaube bis zum jetzigen Zeitpunkt die Energie Steiermark die einzigen sind, die wirklich grünen Wasserstoff aus der Region anbieten. Und das ist, wie gesagt, für unser Projekt eigentlich das wesentliche Kriterium gewesen, dass der Wasserstoff grün ist und er wirklich aus der Region kommt. Mhm. Vielleicht kann man da anmerken, da sieht man auch sehr gut, wenn man über Sektorenkopplung spricht, wie auch die Projekte ineinander verschmelzen sozusagen. Und natürlich ist ganz entscheidend, man hat es heute auch gehört, die großen Energiemengen, die werden wir künftig auch wahrscheinlich nicht in Österreich oder in Europa bereitstellen können. Aber es gibt doch ein Potenzial und wir sehen auch einen Markt dafür, dass wir ihn regional und vor Ort erzeugen, ja, mit unseren heimisch produzierten Energieträgern. Danke. Ja, es ist eben für mich auch ein sehr schönes Beispiel, wenn solche unterschiedlichen Projekte dann trotzdem zusammenhängen. Und eine Frage hätte ich auch an den Herrn Kubek bezüglich der Hotflex-Anlage. Inwieweit ist denn geplant, die zu erweitern oder auszubauen, oder ist das aktuell ein Versuchsstadium, wo man dann schaut, wie es funktioniert und dann Schritt für Schritt weitergeht? Also es ist geplant, dass wir jetzt einmal einen Testbetrieb über mehrere Jahre machen, weil diese Technologie ja, ich sage mal, auch noch sicherlich ein bisschen Entwicklungsbedarf hat und später dann aber auch das in den Megawatt-Bereich hineinbringen wollen. Und dann eben zwischen verschiedenen Technologien eben schauen, wo sind die Vorzüge, wo kann man sie am besten einsetzen, wie flexibel sind sie. Die Hochtemperaturelektrolyse hat ja auch den Vorteil, dass man sie umdrehen kann, mehr oder weniger. Ich kann Wasserstoff erzeugen, kann sie aber auch als Batterie bzw. als Notstromaggregat dann verwenden. Und das wäre natürlich dann für unsere Anwendung wiederum ganz eine interessante
Feature, wenn ich dann irgendwo eine Schwarzstadtfähigkeit auch sicherstellen könnte. Danke. So, wir haben jetzt mit welchen Tankstellen, Technologien wird die Wasserstofftankstelle implementiert werden bei Move to Zero? Ich gehe vielleicht zuerst auf den zweiten Punkt ein, von wem, wer die Tankstelle wirklich errichtet oder ja, wer die Planung und die Errichtung der Tankstelle vornimmt, das weiß man natürlich noch nicht, weil diese Teile ausgeschrieben werden müssen. Betreiber der Tankstelle wird wahrscheinlich die Holding Graz sein. Und zur Technologie bin mir jetzt nicht sicher, was genau gemeint wird, aber die Anlieferung erfolgt ja in Form von gasförmigem Wasserstoff von der Anlage in Gabersdorf und wird dann in Graz eben mit Niederdruckspeicher oder Trailer gespeichert und so auch direkt in die Busse, werden so die Busse betankt. Mhm. Dankeschön. Vielleicht, ich würde auch noch eine Frage, wir sind zwar fast pünktlich zu Ende, aber eine Frage würde ich gerne noch aufgreifen von davor, weil sie auch thematisch dazu passt, falls der Alexander Trattner noch hier ist. Es war eine Frage zum Thema PKW als Wasserstoffanwendung. Ist das bereits komplett abgeschrieben zugunsten der Batterie oder nicht? Du hast davor eine Grafik gezeigt. Ich glaube, das ist ein Thema, das sehr oft aufkommt. Wie ist deine Einschätzung dazu? Nein, ist nicht abgeschrieben. Und da darf man nicht nur die Effizienz alleine bewerten, sondern man muss wirklich die gesamte Energiekette betrachten und auf die Ressourcennutzung schauen und auch die gesamten Treibhausgasemissionen bewerten. Die Brennstoffzelle hat geringere Wirkungsgrade als die Batterie, auch über die gesamte Kette der direkten elektrischen Nutzung. Aber die Brennstoffzelle und die Elektrolyse sind sehr einfach herstellbar und sie sind sehr gut recycelbar. Und daher ist die Technologie, was Treibhausgasemissionen betrifft, über die gesamte Kette sehr niedrig. Und das heißt, das muss man ein bisschen abwägen, was man letztendlich haben will. Niedrigste Treibhausgase für diese Fahrzeuge oder dann höhere Energieeffizienzen. Und daher wird es aus unserer Sicht auch in den PKWs diese Technologie geben. Aber definitiv nicht im Kleinwagensegment für kurze Reichweiten. Da ist technologisch ganz klar die Batterie der bessere Antrieb. Aber hin zu den größeren Segmenten ist es noch offen, das Thema. Also da werden wir es durchaus sehen. Vor allem auch deswegen, weil in vielen Fahrzeugmärkten weltweit eher größere Fahrzeuge im Einsatz sind. Da sind wir in Europa eher die Exoten, die viele kleine Fahrzeuge fahren. Also daher, ja, wir werden es dort sehen, in welchen Segmenten direkt ist noch etwas offen. Danke für deine Einschätzung dazu. Da ist noch eine Frage gekommen von der Frau Wald. Könnte man Flugzeuge auch mit Wasserstoff betanken und wenn ja, wie sinnvoll ist das? Ja, also die Frage treibt auch viele um. Da muss ich auch das DLR in Deutschland hervorheben, die sich sehr viel mit Aerospace und natürlich auch mit Flugzeugen beschäftigen diesbezüglich. Es werden da Konzepte gerade evaluiert, die dann Flüssigwasserstoff tanken oder eben auch LOHCs, beziehungsweise dass man halt in den Bereich der synthetischen Kraftstoffe vorstößt. Das ist nicht da ganz emissionsfrei. Also ja, es ist eine Alternative, ist aber schon noch ein Stück weit weg, auch wenn man schon sieht, dass so große Firmen wie Airbus jetzt auch Kooperationen mit Brennstoffzellenherstellern eingehen und tatsächlich dieses Thema in deren Forschung und Entwicklung aufnehmen. Also ist eine Option und dauert 10, 15 Jahre, sowas umzusetzen, aber es hat begonnen, diese Tätigkeiten einzuleiten. Danke. So, ich sehe aktuell keine weiteren Fragen. Ich stelle schon davor, wenn wir versuchen, im Nachlauf zu beantworten. Ich sage mal von meiner Seite herzlichen Dank, dass immer noch so viele beim Webinar dabei sind. Ich möchte auch kurz darauf hinweisen, was der GreenTech Cluster in nächster Zeit anbietet. Nächste Woche gibt es einen Workshop zu datenbasierten Services, wie man die entwickeln kann. Anmeldung geht noch bis morgen. Workshop findet nächste Woche statt. Und weitere Veranstaltungen finden Sie bei uns auf der GreenTech.at-Seite unter Termine. Ja, von meiner Seite möchte ich jetzt auch nochmal sagen, herzlichen Dank für die vielen Teilnehmer und Teilnehmerinnen an die ganzen Vortragenden und Ihre Inputs. Wir freuen uns als GreenTech Cluster, wenn Sie auf uns zukommen mit Projektideen, mit Kooperationsanfragen.
Wir sind immer bereit dafür, haben ein offenes Ohr. Wenden Sie sich gerne direkt bei mir unter der E-Mail-Adresse kolme@greentech.at. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten auf Zoom bleiben. Sage herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen auf LinkedIn und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bis zur nächsten Veranstaltung. Wiederschauen.